Willkommen bei Fotokoch, mein Name ist Stefan Bremer, ich bin professioneller Filmemacher und YouTuber auf dem Kanal STFN Creator Modern und ich durfte für Fotokoch 3 Videoleuchten testen. In diesem Video, wie der Titel schon verrät, präsentiere ich die Nunlight Forza 60B, eine 60 Watt Bicolor Leuchte, die super kompakt ist. Viel Spaß mit dem Video. Die Forza 60B bietet 60 Watt und lässt sich über Akkus betreiben, was eine ziemlich gute Sache ist, um das Ganze mobil zu halten. Also das Hauptmerkmal dieser Lampe sind die 60 Watt, Bicolor und diese wundervolle kleine Größe. Durch diese Größe hat sie allerdings keinen normalen Bowens-Mount-Anschluss, sondern einen separaten, also im Prinzip einen Mini-Bowens-Mount, aber sie kommt in einem Kit daher. Und in diesem Kit bekommt ihr diese Tasche und einen Adapter von dem Mini-Bowens-Mount auf den richtigen Bowens-Mount. Und ihr könnt mit diesem Teil also sämtliche Bowens-Mount-Lichtformer benutzen und ja, mit dieser Lampe richtig schöne kreative Sachen ausführen. Im Lieferumfang dieser Lampe befindet sich dann auch noch dieser Standardreflektor, ebenso wie dieser Batteriegriff. Und das ist eine ganz coole Sache, was sich Nunlight hier ausgedacht hat. So, man kann das Ganze nämlich so einfach in die Hand nehmen. Über diese zwei Füße hier unten lässt sich das Ganze auch hinstellen. Und man kann so wirklich super einfach kleine Akzente setzen. Also ich denke, dafür ist die Lampe perfekt. Als Hauptlicht wird sie wahrscheinlich für viele Sachen zu schwach sein. Neben der Lampe selbst, dem Reflektor und dem Batteriegriff, befindet sich noch die wundervolle Tasche im Lieferumfang, was ich ziemlich gut finde, denn man kann sich so einfach die Lampe über die Schulter schmeißen und zu seinem Shooting-Set gehen, aufbauen und schon kann es losgehen. Und die Tasche lässt noch Platz für weiteres Zubehör. Zum Beispiel packe ich mir in die Tasche die Fresnel-Linse anstatt den Standardreflektor. Natürlich bekommt ihr noch Netzteil und Kabel dazu. Was ich sehr gut finde, sind die Klettverbinder, auch mit einem Nunlight-Logo versehen. Gefällt mir sehr gut, wirkt sehr hochwertig, verarbeitet und hier auch von Kaiser Fototechnik, dem Distributor hier in Deutschland, noch gekennzeichnet, dass es also für den deutschen Markt ist. Das Netzteil lässt sich hier auch einfach einhängen. So kann man sozusagen direkt am Stativ das ganze Setup tragen, transportieren. Wenn wir also das Ganze jetzt in die Hand nehmen und transportieren, gar kein Problem. Was ich auch sehr praktisch finde, ist ein V-Mount für die Rückseite dieses Netzteils. Wenn ihr also zum Beispiel einen V-Mount-Klemmer habt, könnt ihr die ans Stativ machen, hakt da einfach das Netzteil ein und ja, das sind in meinen Augen sehr praktisch durchdachte Sachen. Was auch noch machbar ist zur Befestigung an einem Stativ, hier gibt es eine Durchführung für Kabelbinder. Das heißt, ihr könnt das ganze Ding auch einfach mit Kabelbinder bombenfest ans Stativ hämmern. Ein wichtiger Punkt zur Mobilität ist in meinen Augen eben, dass man diesen Batteriegriff hat. Die Batterien sind direkt an der Lampe dran, auf dem Stativ. Ich kann das Stativ hochnehmen und komplett so transportieren. Das Ganze funktioniert mit dem Netzteil auch ganz gut, wenn man das einhängt oder eben über den V-Lock direkt festmacht. Dann kann ich das ganze System sehr leicht transportieren und das ist in meinen Augen ein sehr großer Pluspunkt für heutige Systeme wie diese hier. Diese Lampe hat keine Controlbox, wie oft üblich bei COB-Leuchten. Sie lässt sich hier ganz einfach hinten an der Lampe bedienen, über zwei Drehregler, die man auch reindrücken kann wie einen Knopf. Ich kann zum Beispiel hier über den Drehregler den Fan einschalten, den Kanal für die Fernbedienung umschalten, die Sprache und Effekte natürlich einschalten. CCT-Loop, das heißt, das Ganze verändert seine Farbtemperatur in einem Loop. Den kann ich auch einstellen. Ich kann einstellen 4 Sekunden, 8 Sekunden. Also
Man hat hier eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten für die Effekte. Ich kann mir gut vorstellen, wer szenisch arbeitet und mit so einer kleinen Lampe ein paar Akzente setzen will, zum Beispiel den Storm-Effekt nutzen möchte, der ist hier sehr gut bedient. Was bei der Lampe wunderbar ist, dass ich die Farbtemperatur einstellen kann. Ich kann also von 2700 Kelvin bis in die kalten Temperaturen von 6500 K hochdrehen, sage ich mal, und mir die perfekte Temperatur heraussuchen, damit ich mit dieser Lampe die Farbtemperatur perfekt an mein Lichtsetup angleichen kann. Oder eben, ich möchte Akzente setzen, nehme eine warme Farbtemperatur vom Kunstlicht und stelle diese Lampe zum Beispiel hinter mich und habe dann einen weichen, warmen Akzent, anstatt eben wie jetzt die sehr kühle Kante, die ich hier auf der Schulter habe. Ein wichtiger Punkt im professionellen Einsatz ist immer die Verarbeitungsqualität. Stimmt die nicht, dann kann man es im professionellen Einsatz einfach nicht vertrauenswürdig nennen. Nach meiner Einschätzung, die Lampe, also sehr gut Verarbeitung, das Gehäuse ist aus Metall. Hier hinten die Drehregler lassen sich sehr gut mit einem sehr schönen Widerstand bewegen. Das gefällt mir alles sehr gut. Auch der Anschluss für den Stromstecker ist gut verarbeitet, ebenso wie der Anschalter. Der könnte ein bisschen größer sein, das ist aber auch okay. Wenn ich hier vorne einen Lichtformer dran habe, der vielleicht auch noch schwerer ist als der Standardreflektor, zum Beispiel die Fresnel-Linse, dann habe ich ganz schön zu tun, das Ganze erstmal hier hinten festzuhalten. Und ich habe hier auch hinten keinen richtigen Griff. Ich muss also seitlich anfassen, dann geht das. Und dann kann ich das Ding hier schwenken und neigen, wie ich möchte. Muss es dann auch gleich wieder festmachen. Ansonsten ebenso das Gleiche hier. Die Knöpfe sind aus sehr hochwertigem Kunststoff und ich denke, das hält schon gut was aus. Muss nicht unbedingt aus Metall sein, auch hier vom hochwertigen Stativ ist auch nicht aus Metall. Wenn es aus hochwertigem Kunststoff ist, ist es meiner Meinung nach ausreichend. Dazu muss noch eine wichtige Einschränkung in Verbindung mit dem Batteriegriff genannt werden. Durch den nach vorn gelagerten Aufbau samt Batterien wird die Neigachse der Lampe mit angebautem Lichtformer sehr eingeschränkt. Das Ganze zeigt sich noch deutlicher bei der Softbox. Dazu muss der Batteriegriff zur Seite gedreht werden, dann lässt sie sich benutzen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ohne den Batteriegriff ist die Einschränkung nicht ganz so groß. Hier sollte Nunlight auf jeden Fall den Aufbau umgestalten. So, was ich persönlich nicht ganz so hübsch finde, ist dieser Batteriegriff. Auch wenn es eine super coole Idee ist, aber ich persönlich finde diesen Griff einfach, das wirkt irgendwie billig, das passt nicht so zur Lampe. Der praktische Nutzen ist auf jeden Fall gegeben. Ich kann hier vorne die Akkus einlegen, zwei NPF-Akkus von Sony oder eben Fremdherstellern und kann hier auch direkt über einen Knopf anzeigen lassen, wie viel Akkustand oder wie viel Prozent noch vom Akku übrig ist. Die Verarbeitungsqualität der Tasche ist wie bei allen anderen Nunlight-Taschen erste Sahne, also gefällt mir sehr gut. Die Fresnel-Linse, die ist extra für diesen Mini-Bones-Mount konzipiert, also perfekt auf diese Lampe angepasst, auch auf den Chip, der hier vorne drin ist, und holt so das Optimalste aus der Lampe heraus. Was ich auch sehr cool finde, sind die Barn Doors, die mit zu der Fresnel-Linse dazukommen. Dadurch habe ich wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr schön das Licht zu steuern, da wo es hin soll, fokussieren und punktuell ausleuchten. Das gefällt mir sehr gut. Also richtig tolle Sache. Ich würde mir wünschen, dass diese Barn Doors auch hier auf diesen Reflektor passen. Nunlight, bitte bringt so eine Dinger noch für die Standardreflektoren raus. Das wäre großartig, denn da kann man dann auch Farbfolien ranmachen und das Licht noch mehr gestalten, wie man das möchte. Neben der Fresnel-Linse gibt es noch weiteres Zubehör für die Nunlight Forza 60B. Zum Beispiel diese 60 cm Softbox. Sie bringt nativ den Mini Bowens Mount mit sich, hat aber noch einen wundervollen großen Adapter auf den Bowens Mount selbst. Das heißt, ich kann das Ding auch einfach an die 300er anschließen und mein Licht formen, wie ich das möchte. Auch das Grid lässt sich noch separat dazu kaufen. Abseits von den Lichtformern als Zubehör gibt es noch einen Batteriegriff mit dem V-Mount-Anschluss. Das heißt, ihr könnt auch V-Mount-Akkus direkt an die Lampe anschließen. Und es gibt eine Fernbedienung. Und diese Fernbedienung kann ich einfach auf den Kanal der Lampe einstellen. Den Kanal kann ich ganz einfach hier hinten einstellen über das Display.
und schon kann ich die Lampe dimmen. Und das Tolle ist, ich kann auch die Farbtemperatur anpassen. Der Nachteil ist natürlich, dass ich nicht sehe, welche Kelvin-Temperatur eingestellt ist. Ich habe die Nanlite Force 60B in einem Interview-Shooting mit Basketballern als Spotlight für den Basketballkorb benutzt. Das Ganze hat sehr gut funktioniert. Wir hatten ein sehr flexibles, leichtes und schnelles Setup. Also man kann sehr schnell damit arbeiten, dadurch, dass man nicht viel schleppen muss. Kann die Nanlite Force 60B meinen Ansprüchen genügen? In meinen Augen ja. Die Verarbeitung des Gehäuses ist wunderbar. Ein bisschen kann man auch bei dem Batteriegriff nachbessern. Ansonsten das Zubehör und die Flexibilität, die man mit dieser Lampe hat, ist wunderbar. Gerade Kompaktheit in Bezug zu der Leistung ist ein riesiger, großer Pluspunkt in meinen Augen. Ansonsten sehr schöne Farbwiedergabe. Darum geht es ja auch zum Schluss bei einem professionellen Set, dass die Farben, vor allem die Hauttöne, gut aussehen. In Bezug auf Preis-Leistung bekommt man hier also ein sehr hochwertiges Gesamtpaket, was ich auf jeden Fall für den professionellen Einsatz empfehlen kann. Ebenso für den ambitionierten Hobbyfilmemacher und für die Leute, die sich eben nach ihrem ersten Set, Lichtset, umschauen. Tolle Wahl, bekommt ihr alles bei Fotokoch, ebenso das ganze Zubehör, was ich euch gezeigt habe. Wenn euch das Video gefallen hat und hoffentlich informativ war und ihr euch entscheiden konntet, ob das was für euch ist, diese Nanlite Force 60B, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es neue Reviews oder Produktvideos gibt hier bei Fotokoch. Ich wünsche euch damit viel Spaß auf der Suche nach der richtigen Lampe und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ciao!